Ja, wir sind die Rheinische Post, also zu Hause in Düsseldorf, aber wir sind auch in Berlin, weil hier die Bundespolitik spielt. Und uns zeichnet aus als Rheinische Post, dass wir die Nähe in Düsseldorf, aber auch in Mönchengladbach, Krefeld und im Rheinland haben. Aber wir müssen natürlich als Journalisten verfolgen, was sich hier in Berlin tut. Und da spielt der Empfang auch eine wichtige Rolle, weil man mit Politikern außerhalb des Bundestages mal ins Gespräch kommt. Für uns ist das einfach eine wunderbare Gelegenheit, unsere ohnehin guten Kontakte zu pflegen. Es ist für das Berliner Büro auch eine Auszeichnung, dass nicht nur die Kanzlerin, sondern auch viele Minister, Partei- und Fraktionschefs kommen. Das zeigt einfach die Relevanz unserer politischen Berichterstattung und das zeigt, dass wir auch wirklich ernst genommen werden als Regionalmedium hier in Berlin. Und außerdem ist es wichtig, dass man zu Politikern auch persönlichen Kontakt pflegt, denn nur wenn man auch persönlichen Kontakt pflegt, kann man die Geschichten hinter der Politik erzählen. Jedenfalls hier. Das Rheinland ist für mich eine Geselligkeit, ist das Leben so zu leben, wie es eben kommt. Und die Rheinländer kriegen aber durchaus was auf die Kette. Das muss man sagen, durch eine gewisse Art, Menschen auch positiv einzufangen. Also, wenn man sagt, jemand ist rheinländisch, dann hat man ein gutes Gefühl. Naja, auf jeden Fall mal Gemütlichkeit, das kennt man auch von den Rheinländern, aber auch so ein bisschen Verbundenheit mit den Bayern. Das ist einfach so ein bisschen die Art, die etwas unkomplizierter ist, die Art, die etwas lockerer ist, also eine Art, die mir ganz gut gefällt. Der Westfale freut sich immer, wenn er bei Rheinländern was zu trinken kriegt und sich da sozusagen gütlich halten kann. Well, I have such a great time every time I go, and I'm always warmly welcomed. So it's nice to be here in their offices in Berlin. It's a shorter ride than usual, and I look forward to coming back soon. Naja, vor allen Dingen gute Stimmung, rheinischen Humor und auch das ein oder die ein oder andere gewitzte Information. Ja, ich versuche ja immer den rheinischen Humor auch ins Berliner Parlament zu bringen. Das gelingt manchmal mehr oder weniger. Umso schöner ist es, wenn man zur Rheinischen Post kommt. Nun komme ich aus Düsseldorf, ist also sozusagen meine Zeitung und ich freue mich immer auf diesen Empfang. Und jetzt zeigen wir mal den Preußen und Bayern, was eine rheinische Harke ist.